Das Flachsgewebe ist ein speziell für Lehmputz entwickeltes Drehergewebe aus Flachsgarn, apprätiert mit Stärke. Das reine Pflanzengarngewebe ist ein ideales Bewehrungsmaterial nicht nur für den ökologischen Trockenbau, sondern auch für alle Lehmputzanwendungen. Dazu gehören beispielsweise Flächenarmierungen für Lehmputze und Innendämmungen. In unserem Beispiel besteht die Armierungslage aus unserem Claytec Lehmklebe- und Armierungsmörtel. Das Armierungsgewebe wird auf den frisch aufgetragenen, noch plastischen Mörtel aufgelegt und mit dem Glätter eingerieben. In diesem Arbeitsgang wird auch das Zahnrelief des Mörtelauftrags eingeebnet. Die Überlappung im Stoßbereich muss mindestens 10 cm betragen. Die Gitterstruktur des Armierungsgewebes ist nach dem Einbetten noch ganz leicht erkennbar. Wenn die Lage direkt mit dem Clayfix Lehm-Anstrichsystem gestrichen werden soll, dann muss das Gewebe dünn überdeckt sein. Vor dem Auftrag mit beispielsweise dem Josima Lehm Designputz muss die Haftung des Gewebes in den Eckbereichen überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Ist das Flachsgewebe gleichmäßig und gerade noch sichtbar in dem Mörtel eingearbeitet, lässt man die Armierungslage trocknen.